Hallo, herzlich willkommen bei Crypto TV. Viele wissen es, man schimpft mich den Roman Michael Reuter. Und heute möchte ich ein kleines Vorwort abgeben zu zwei wunderbaren, tollen Videos, die ich und der Elvis vor längerer Zeit gemacht haben, als wir ein paar Teststraßen via eines Informationstages beehrt hatten. Dort hat der Elvis die Mühe gemacht und einen wunderbaren, klassen Text verfasst und sich anständig gekleidet. Und dann sind wir hin zu der Teststraße und dann habe ich ihn dabei gefilmt, wie er eben, wie schon bemerkt, einen Informationstag gestaltet hatte. Das mag jetzt zwar eine Zeit her sein, doch das Thema ist noch mehr als aktuell. Vor genau 2 Monaten endete meine Reihe von Kuraufenthalten, weil ich wegen meinen kaputten Meniskus im Kurhaus eine Physiotherapie machen konnte. Und vor 2 Monaten bin ich fertig geworden damit. Jedoch, damit ich das Recht bekommen konnte, meine Physiotherapie im Kurhaus annehmen zu dürfen, das mir ja bewilligt wurde, musste ich mich zwangstesten mit einem extrem gesundheitsschädlichen Test. Ja, warum Masken und Tests von PCR-Niveau schädlich sind, ein paar Videos dazu habe ich unten verlinkt. Das will ich jetzt nicht aufdröseln, sonst wird das Eingangsvideo wieder zu lange. Aber was ich da noch sagen möchte, ja, das war zum Beispiel dort diese Test. Dieser Ort der Nächstenliebe, nenne ich ihn mal so. Da musste ich mich zwangstesten lassen, das letzte Mal vor 2 Monaten. Also vorbei ist überhaupt nichts, wenn die Leute auf einen Zug kommen und sagen, Maskenzwang, Testzwang, Impfzwang, ist doch alles gecancelt, alles vorbei. Nein, ist es ganz und gar nicht. Und nicht nur bei den Tests ist irgendwas vorbei. Zum Beispiel meine Trafikantin, ja, diese arme Frau, das ist so eine liebenswerte Frau. Sie ist, ich will sie nicht als dumm bezeichnen, aber sehr, sehr naiv ist sie auf alle Mal. Denn die tragt heute noch, schon seit 2 Jahren, mehr sogar als wie 2 Jahre, tagtäglich in ihrem eigenständigen Geschäft. Das ist ihr eigenes Geschäft, die ist nicht einmal angestellt. Von früh bis abends durchgehend die FFP2-Masken. Wenn das gesund sein sollte, dann weiß ich es nicht. Die Frau ist mit Lügen der Medien, mit Lügen der Politiker sowas von verängstigt worden, dass sie wirklich glaubt, diese gesundheitsschädlichen Masken schützt sie. Und dies hat schon extreme Vorerkrankungen noch obendrein. Ja, somit dazu. Und jetzt leite ich über, denn wir haben heute den 1. Februar 2023. Jetzt spiele ich noch einen ganz kurzen Einspieler ein vom 29. Jänner 2023, also nur vor ganz wenigen Tagen. Da seht ihr, wie es noch mit anderen Teststraßen außerhalb von Apotheken ist. Das ist eine Apotheke hier, weil es ja viele Apotheken gibt, die das noch machen. Okay, so viel dazu zu den Zukunftsromanen. Jetzt geht's zurück zum halbwegs zukünftigen Vergangenheitsroman und danach dem Video geht's zu den Vergangenheitsroman und Vergangenheits-Elvis mit einer wirklich klassen Aktion. Und es werden 2 Videos werden, also wundert euch nicht, wenn ich den Einspieler, den ihr jetzt gerade seht, in anderen Video auch benutze. Baba. Dann gehen wir wieder durch finstere. Oh! Nicht schlecht! Ist das aktuell, glaubst? So, auf dieses Ding hin werde ich mal schon teasern. Es folgt ein Video nach, das älter ist, aber doch zeitaktuell doch noch zum Veröffentlichen wäre. Also in dieser Woche kommen 2 Videos nach, die diese Altsituation unserer Aktion beweisend darstellt, dass sie noch zum
Posten wären zum Verbreiten und so weiter. Na, vor allem, ich meine, wenn ich mir das so anschaue, das schaut jetzt nicht so total alt und vergriffen und abgekippt aus. Das ist... Ja, das erinnert dann so ein bisschen an meine Abschlussrede. Es ist noch gar nichts vorbei, weil da steht es quasi mit der Maske und mit dem Testen. Ja. Wie gesagt, die Menschenwürde ist nicht mehr unantastbar, sondern sie ist testbar geworden. Und da kann man das etwas abseits vom touristischen Treiben der Getreidegasse oder des alten Marktes dann in einer dunklen Seitengasse scheinbar tun. Ja, und damit bleibt dieses Land wahrscheinlich weiterhin ein Land von Nasenbohrern und Idiokraten. Vermummungstätern. Ja, hallo, jetzt sind wir angelangt hier beim Messezentrum in Salzburg, wo früher der Berg gerollt ist, wenn die Tulpmesse aufgesperrt hat, oder wenn Klasse, ja, die Gast aufgesperrt hat mit der Gastmesse, werden jetzt Nasenbohrer-Messe-Testaktionen durchgeführt. Und, naja, der Berg rollt eh nicht so ganz, die Leute sind noch nicht da, aber es könnte noch sein. Und somit bereiten wir uns jetzt vor auf unsere Aktion. Und dann schauen wir mal, was sich da heute jetzt ergibt. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung verlinke ich euch das Video vom Kongresshaus. Da war ja die andere Teststraße, wo unser Elvis ja auch schon fleißig agiert hat. Ihr seht, Elvis hupft schon in seiner Ehrfurcht gebietenden Anzug ein, damit er sich Respekt verschaffen kann mit seinem Maleranzug. Na, da geht's nicht um einen Respekt. Aber wir haben ja das letzte Mal schon festgestellt, dass Menschen grundsätzlich auf einen weißen Kittel oder einen weißen Oberrock unglaublich gut reagieren. Außerdem ist natürlich das Problem, dass ich gesagt hätte, wir wollen ja nicht, dass sich die Menschen vor mir fürchten. Ich habe heute extra ein etwas weniger dunkles Hawaii-Hemd an, wie man vielleicht auf dem Video schon erkannt hat. Also Hawaii-Hemd ist bei dem Wetter natürlich fast ein bisschen Pflicht. Aber es scheint eventuell nicht ganz so blau durch wie das letzte. Und ich denk mir einfach, mit diesem Schutzoverall bin ich wie beim letzten Mal genauso wie mit diesen tollen Masken, die wir haben, perfekt geschützt. Oder eben halt auch nicht. Aber es kommt einfach gleich viel seriöser und die Leute fürchten sich weniger, wenn ich hier nicht meinen Schweiß, meine Sonnencreme und sonstiges verbreite. Und deswegen habe ich mir gedacht, gestaltet man sich dementsprechend. Da sieht man jetzt übrigens gerade den Outlaw-Biker mit dem Kaffeefilter am Ärmel der Lederjacke wegfahren. Also wer wissen will, wie rebellische Biker heute drauf sind, sie fahren mit der Halle ins Testzentrum. Wir sind ja nicht die Nachtwölfe. Ja, die sind aber auch weit weg. Also ich möchte heute einmal schauen, wie viele Menschen da unser Steuergeld verschwenden. Also die finde ich gut. Gell? En masse vielleicht, das sagen wir mal, schauen wir es 10 Uhr, oder? Schimpfen immer über unsere Politiker und Ding und... Hilfeüberfall. Oh, da kommen die Kollegen, oder? Heute wird es wieder 20. Jackie, setz du den Hut auf. Dann kommst du mir jetzt ein. Jetzt haben wir sie. Nachdem du ja sozusagen zivilist und mein Taschen ja ein bisschen stört. Hast du da ein Auto drauf? Hab ich. Gut, ich werde mich da jetzt einfach einmal in Bewegung setzen und schon mal abmachen. Okay. Hast du da ein Meile? Guten Morgen. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Schönen Tag.
Fit des Guten geht zum Testen. Naja, ich muss ja zur Verteidigung vieler Menschen sagen, sie kommen ja tatsächlich aufgrund des Zwanges, der dann... Naja, Arbeitsverlust. Nicht aus. Ja. Ich habe ja schon festgestellt, es gibt die eine oder andere Person in diesem Land, die mit Sicherheit das nicht mit Freude, Feuer und Eifer unterstützt, sondern die gezwungen ist, weil sie in einem Job arbeitet, wo sie halt leider Gottes nicht raus kann. Und das muss man natürlich letztendlich schon auch. Er hat Hallo. Schon gekriegt. Du bist fest. Ja. Oder nein? Hat der Zettel ein bisschen verwirrt. Und wie gesagt, also aus dieser Hinsicht muss ich sagen, verstehe ich, dass es den einen oder anderen gibt, der das halt jetzt mitmacht, weil er muss. Das ist genauso wie diese lustigen 3G-Regeln sicher jetzt nicht jeder kontrollieren will oder toll findet. Aber wie gesagt, man wird ja gezwungen. Also unsere vermeintlich neue Normalität zeigt ja auf, wie viel Selbstbestimmung man noch hat. Ja. Und dementsprechend mich freut, wenn das jemand wirklich gleich vor Ort durchliest und uns dann sogar ein positives Feedback gibt, weil viele glauben ja vielleicht schon, wir sind hier ein bisschen die Irren und alle, die diesen Zettel kriegen, reagieren darauf vielleicht gar nicht. Und es gibt halt doch augenscheinlich Menschen, die das anders machen. Guten Morgen. Sie gehen testen? Testen gehen, ja. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Muss ich Ihnen helfen? Können Sie, müssen. Also ich bin nicht die Bundesregierung, ich sage Ihnen nicht, was Sie müssen. Aber mit dem kann ich nicht hinein. Nein, das ist eine Information. Ja, ich bin ein Bitte schön. Danke. Der junge Mann kriegt da ans Papier, Sie ja. Quasi geduldig. Ja, klar. Danke für Ihren Beitrag. Okay, danke. Servus. Ah ja, der Antrag ist jetzt ganz so übel. Da kriegen wir schon die Semmel bald möglichst weg. Ja. Ja, also der Antrag ist heute hier schwächer als vor dem Kongress, was letzte. Ist er sehr abgelegen. Ja, nur man hat halt hier die Möglichkeit, theoretisch mit einem Parkplatz. Ich vermute mal, dass man für die Zeit des Testens eventuell ohne diesen Conti-Park oder welche Firma auch immer dafür zuständig ist, Gebühren einzuheben, Obolus auskommt, weil sonst ist das natürlich ein teures Vergnügen. Ich bin ja als Freund von Live-Musik und Ähnlichem ein-, zweimal in der Salzburg Arena gewesen und habe festgestellt, man kauft dort für sehr teures Geld sein Ticket, um irgendeinen Musiker zu sehen oder eben mehrere Musiker zu sehen, also eine Band. Und man zahlt dann zu diesem Ticket, also wir bewegen uns da bei 75 Euro aufwärts, dann noch 4 Euro irgendwas Pauschale für das Parken am Abend, was ich dann halt schon als Nepp empfinde. Wenn ich eh schon ein teures Ticket zahle, ist das nicht ohne. Dasselbe ist, wenn man auf der Messe als Messebesucher ist, dann zahlt man da auch durchaus annehmbare Preise, sage ich mal, weil Salzburg ja doch eine Landeshauptstadt und eine Kulturstadt ist. Ihr wisst, Mozartkugeln an jedem zweiten Eck. Und da ist es dann schon ganz spannend, wenn man dann eben fürs Parken noch dementsprechend viel zahlen muss. Aber ich vermute mal... Servus. Ja, man pusht man da quasi total brutal ins Hauptwerk. Aber Erwin... Ich hätte ein paar Zetteln für ihn, sonst auch noch da. Nein, ich hätte gesagt, wunderschönen guten Morgen. Was haben Sie da? Eine Information bzw. eine Danksagung für Ihren Beitrag. Für meinen Beitrag? Weil Sie gehen ja testen, deswegen. Sie testen gehen, genau. Ja, er schon zum 100.000. Jeder und immer noch nicht krank geworden. Ja, drum. Sehr gut. Ist er sogar nicht so schlecht. Ja, ich bin also. Ja, ja. Die letzte, die rauskommen und gibst denen was und die noch die reinkommen, ist glaube ich gescheiter. Da können wir es aus, oder? Scheiße. Schauen wir mal, wann die Polizei kommt. Nein, letztens ist sie auch gekommen und hat nichts gemacht. Aber ist der dabei? Ja. Schau dann Daria da. Okay.
Schicklebälle, schick, schick. Weiß ist eine Farbe, die steht immer gut, gell? Ja, tust du gar deine Hände in Schutz? Natürlich, ich will mir nicht von den Geimpften anstecken. Sehr löblich, sehr löblich. Vorbildlich. Muss ich alles sagen? Also ihr seht, heute ist der Elvis gar nicht allein. Das nimmt wirklich Anklang. Die Leute fühlen sich bemüßigt, da mitzumachen. Und das geht auch an euch. Der Text wird wieder in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr euch das alles ausdrucken. Und dann steht euch selbst auch wieder zu den Teststraßen zu. Es gibt da mehr wie genug. Wir stellen uns gar nicht gegenseitig in den Weg. Wir haben ja genug Teststraßen zur Verfügung. Und wie ihr seht, es gibt schon Nachahmer. Es gibt Mitmacher. Und genauso soll es sein. So, wunderschönen guten Tag zu den Testen, oder? Vielen Dank für Ihren Beitrag. So, Foto, wo wollt ihr das dann haben? Na, du knickst einfach ein paar Fotos von uns, bitte. Weil der Mann von Mundus TV heute leider nicht dabei sein kann. Und der stellt aber ein paar Fotos und ein bisschen einen Begleittext, den ich schreibe, von uns ins Netz und macht diese Aktion damit einmal mehr viral ein bisschen bekannt. Wunderschönen guten Morgen, vielen Dank für Ihren Beitrag. Ja, du bist jetzt mich gleich ein. Ich sag, das muss jetzt kein Star werden, von ein paar Leuten, so bei der Aktion, dass ich beim Herbeutel bin, einfach nur, damit wir halt ein paar brauchbare Fotos haben. Dann kannst du die besten raussuchen. Genau, die schickst du mir, die gibt es dann später E-Mail-Adresse, die schickst du mir. Hallo, schönen guten Morgen. Nur jetzt testen. Vielen Dank für deinen Beitrag. Hallo. Hallo, grüß Gott. Danke. Hallo. Das ist ja der falsche Flyer. Nein, das ist der richtige. Nein, der, was er gehabt hat. Ja, das ist halt, ja. Zusammengefallen. Ach so, okay, okay. Weil der ja, so klar war, aber so habe ich gemeint, das ist so klar. Guten Morgen, sind Sie in Dresden? Ja. Danke für Ihren Beitrag. Wollen Sie nicht? Rauchen durch den Fleisch zum Überlesen, ist er. Danke für Ihren Beitrag. Ich bin immer lieb, wenn die Leute fragen, ob sie das brauchen. So schön da stehst. Ja, da ist Schatten. Guten Morgen, Sie gehen testen. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Ich persönlich gehe ja davon aus, dass man, wenn man diese Maske einfach zu lang trägt, ganz offensichtlich auch die Freundlichkeit darunter leidet oder das Sprechvermögen, weil man kann ja zumindest nur Nein, Danke sagen. Aber anscheinend ist das in Zeiten dieser vermeintlichen Pandemie genauso gestorben wie die Gesundheit und die Grippe. Scheinbar ist ein freundliches Wort nicht mehr unbedingt angebracht. Da sollte man sich freuen, wenn man wieder mal ein maskenloses Gesicht sieht, um die Emotionen zu erkennen. Ja, bei manchen ist es durchaus von Vorteil, wenn man das Gesicht nicht sieht. Hallo. Hallo. Sie gehen testen. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Danke. Hast du festgestellt, man kann hier testen und impfen zugleich. Was impfen? Boah, impfen haben wir auch gleich. Halle 10. Impfstraße ist. Testen hier, impfen. Was impfen drüben oder was? Ja, ja. Na, impfen hier, impfen da. Ja, testen es bei uns und ja, man kann sich gleich tot impfen. Ja.
Wahrscheinlich wird bei der Impfstraße daran erkennen, dass der Rettungswagen schon bereit steht. Okay. Du erkennst die Impfstraße, erkennst du, dass der Rettungswagen bereit steht. Wo? Das ist jetzt schwer. Aber wäre eigentlich gar nicht so übel, dass so Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, den Rettungswagen bereitstehen. Naja gut, also grundsätzlich ist, wenn heutzutage ein Konzert in der Salzburg Arena ist, ja auch immer ein Ambulanzwagen abgestellt. Das kann ja auch ohne Gesundheit. Es kann ja auch ohne einen anaphylaktischen Schock, den die Impfung nach sich ziehen kann, oder so immer mal was passieren. Also grundsätzlich finde ich diese Vorsichtsmaßnahme jetzt nicht so schlecht. Ne? Aber ich gebe dir natürlich recht, wenn man den Fall bedenkt, wo in Wien in einer Impfstraße eine junge Ärztin einen Patienten das Leben retten musste nach der Impfung, dann denke ich mir, hätte er die Impfung nicht bekommen, hätte er vielleicht auch gar nicht das Problem gehabt, dass die Dame ihn retten hätte müssen. Aber das liegt natürlich im Auge des Betrachters. Hallo, Sie gehen testen, vielen Dank für Ihren Beitrag. Ja, heute wird das Ganze gut versorgt. Siehst du, der Mitarbeiter schaut schon da drüben. Jetzt müssen wir schon neue Zettel ausdrucken mit dem Text wegen der Impfaktion. Ha? Ja, soll er? So, jetzt kommt eine Frage. Und wie geht's bei euch? Gehen die warmen Semmeln weg? Ja, geht super. Ja, ja. Noch Frage groß? Nein, eine hat schon weggeholt, gell? Ja. Also keine erfreuten Gesichter? Nein, nicht so erfreut. Ich glaube, die sind schon geimpft, die waren. Mhm, mhm. Geht's heute für uns? Er möchte zur Impfung. Ja, das ist die falsche Seite, die muss er da hinten gehen. Ja. Wie gesagt, der grimmige ältere Herr, der mich keines Wortes gewürdigt hat, als ich ihm meine Danksagung überreichen wollte, zieht jetzt weiter in die Impfstraße. Man merkt also vielleicht doch den Unterschied zwischen denen, die sich impfen lassen und jenen, die sich testen lassen müssen. Die, die sich testen lassen müssen, sind in der Regel, wohlgemerkt in der Regel auch nicht alle, wie wir zuerst gesehen haben, freundlicher im Umgang. Hallo, Sie den Testen, vielen Dank für Ihren Beitrag. Oh, Mutter mit Kind. Hallo, Sie sind Testen, vielen Dank für Ihren Beitrag. Danke sehr. Was schaut man bei der Nummer, wenn ich die Klinge habe? Pikachu! Entschuldigung, Gesundheit muss ich auch noch sagen, wenn es kein anderer für mich tut. Ging der Kongress also ein bisschen besser? Ja, die haben auch dort das jüngere Publikum gehabt. Ja, die sind vielleicht mehr auf Nagelstudio, Friseur und Analbleaching aus, als das jetzt hier der Fall ist. Ja.
Guten Morgen, Sie in Hessen, danke für Ihren Beitrag. Dankeschön. Hallo, Sie in Hessen. Dankeschön für Ihren Beitrag. Ja. Man hat ja schließlich Aufklärungsarbeit zu leisten. Nachschub ist gesorgt. Zum Impfen müssen Sie übrigens darüber. Kein Problem. Danke. Sie macht früher noch was. Ciao. Sie gehen testen. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Ah, ja. Arbeiten. Danksagungen verteilen. Danksagungen. Genau. Das Ferne haben. Aber natürlich. Vorausgesetzt, du hast mich heute auch schon testen lassen. Ja, sicher. Leider findest du das tolle politische Zwangsbeglücken unserer Regierung nicht so toll. Schau, sie würdigen so dich mit divers. Oha, Mann, das ist voll sozial. Wenn wir machen das, damit man uns nicht vorwerfen könnte, wir würden irgendjemanden ausgrenzen. Political Correctness ist angesagt. Heute muss man politisch korrekt sein, wenn schon die Politiker. Na, passt schon, im Anzug, den habe ich schon satt. Aber im Anzug arbeiten ist schon cool. Ja. Ich hab das für Radar, aber jetzt ist es zu hart, weil es sind viel zu hart. Ich find's gar nicht cool, aber es. Hallo. Hallo! Sie gehen testen! Ja. Wow, ja. Der beste Tiersteher der Welt. Jetzt habe ich. Hinter dir, Richie. Hab ich schon. Ah. Ja, es dürfte ja ein gutes Gesicht erkennen, gell? Sie gehen testen, vielen Dank für Ihren Einsatz. Naja, ich kommuniziere nicht aus, das kann ja nicht wirklich sein. Okay, Mann, das Besondere ist Corona. Ja, ein lecker Bier, also das hätte ich jetzt grundsätzlich schon ganz gern. Die Coronaviren, die kriegst du für Covid-19. Die müssen wir ja noch aufdenken. Ja? Ich bin völlig gefangen. Ich bin völlig gefangen.
Zombie-Apokalypse. Für Gefahr wäre die erst, wenn ihr Notfallpatienten zur Mundbeatmung. Bei der Zombie-Seuche wird die Sumpfsuppe gespritzt. Das ist jetzt so unter mir und meinen Kollegen oft so, wenn man was im Video bei YouTube hochladet, dann sagt man immer Impfung, sondern Sumpfsuppe. Und statt Corona sagt man Zombie-Seuche, damit die Monetarisierung oder überhaupt das Video nicht fällt auf den Kanal. Weil die Roboter schon nach den Aussprachen auch schon ausschauen können. Sumpfsuppe ist ganz geil. Wir sind damals bei der Teststraße gerne zum Impfen oder gerne Ferien. Ist ja viel besser, oder? Immer. Ja, fix, sagst du die anderen, aber das ist das Test, oder? Oder? Wo ist denn das mit dem Impfen? Leider vorhin letzter Eingang. Super, passt. Na, ob da so ein hoher Andrang ist, ist halt die Frage, gell? Ob da so ein hoher Andrang ist, ist halt die Frage. Ja, weiß ich nicht. Ganz sicher werden da auch genug kommen. Wir haben ja erst die Hälfte der Bevölkerung geimpft. Rein, ja. Wir werden bald bis zum sein, ja? Ja, haben Sie gesagt. Jo, ich muss halt noch zum Friseur. Jo, jetzt geh ich. Ist ja immer gut, wenn man Besuch bekommt. Seitdem spüre ich nichts mehr. Kein Schmerz, gar nichts mehr. Kein Schmerz. Ja. Umwärts. Ja, reinfahren. Gell, Krankenstelle, doch hin und her. Hallo, Sie sind Testen. Ja. Vielen Dank für Ihren Einsatz. Okay, danke dir. Danke. Hallo, was habt ihr da? Wer wir anfangen? Wir bitten den Menschen, die ihren Einsatz testen zu lassen. Bitte schön. Danke. Das ist nur Beweissicherung. Wenn es nicht wieder verlegen wie beim letzten Mal, dann nochmal machen. Aktion kurz muss weg. Ja, aber wie gesagt, du weißt, zeitmäßig habe ich gemacht. Ja, die Tatsache ist, nachdem wir, ich habe das zuerst schon erwähnt, sehr viele dieser Texte ausgedruckt bekommen haben, für diese Aktion recht gut ankam, haben wir dementsprechend viel Papier. Und nachdem dafür ja letztendlich auch ein bisschen die Umwelt belastet wird, werde ich es natürlich schon auch an den anbringen, zumal ich ja aufgrund der neuen Öffnungen und der neuen Freiheiten, die bei uns ausgeschüttet werden, dieser Text bald in der Form eher ein bisschen erledigt haben wird, dann sage ich, muss man den noch verwurschten, solange der noch verwurschtbar ist. Weil wenn wir dann im Juli theoretisch vermeintlich zwar immer noch diese 3Gs haben, aber alles offen hat, dann werde ich diesen Zettel nicht mehr verteilen, dann wird man dann eine andere Aktion starten. Ein Mann des Glaubens. Guten Morgen. Sie gehen testen. Besten Dank für Ihren Beitrag. Bitte. Eine Danksage. Hallo, die Damen sind hier testen. Ja, genau. Darf Ihnen für Ihren Einsatz danken. Bitte schön. Danke sehr. So, man sieht also auch, der Herrgott schützt dich zur Gänze vor Todbringen. Das Gottvertrauen ist in der Kirche schon lang vorbei. Ja. Ich stelle auch fest, also das Bodenpersonal ist anscheinend nicht ganz so unendlich und allmächtig gegen Krankheiten wie der Herr selbst. Hallo, ihr geht testen, vielen Dank für euren Beitrag. Ja, oder junge Mann, ich hoffe, hallo. Hallo. Sind wir ebenfalls testen? Ja. Und auch Ihnen einen herzlichen Dank für Ihre Beiträge. Dankeschön.
Bitteschön. Hallo. Sie gehen testen. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Was ist ein Beitrag? Dass Sie testen gehen. Wir danken dafür. Okay, danke. Näheres. Das ist, einer ist ja schon selbst schon obskur, für was man da bedanken sollte, gell? Der Arian und die Ärzte sind gebeten worden, ob wir das Areal verlassen könnten. Anscheinend ganz höflich und das weiterfahren machen konnten. Und sie haben gemeint, ob wir zum nächsten Testcenter weitergehen. Ich habe gesagt, wir besprechen uns einmal. Was soll das hier Privatgelände oder was? Wenn das Privatgelände ist, dann. Wer hat das? Das weiß ich nicht genau, ich glaube die. Ah, das sind diese Scheinorganisationen, die haben gleich wieder angerufen. Ich glaube, die haben das eine letzte Video noch nicht gesehen. Alles auf die arbeiten alle für das System. Naja, das natürlich so. Arbeitet der da, aber wie gesagt, er hat das Recht. Nur denke ich, mir sollte er halt auch sagen, wer er ist. Ja, aber packen wir halt einmal zusammen, damit der Roman was zum Essen kriegt. Mhm. Dann sparen wir halt einen Akku und die packen ein paar Erzählungen wieder ein. Im Moment haben wir. So, hier am. Ja, Messezentrum, wo wir die Test- und die Impfstraße haben, haben wir jetzt uns gedacht, haben wir genug Zetteln verteilt, auch genug Flyer. Jetzt gehen wir mal was Geschmackiges essen und was Leckeres trinken und danach suchen wir uns eine neue andere Teststraße. Also heute, ihr habt gespannt sein, haben wir nicht nur ein Testgebiet hier am Laufen, wir besuchen dann noch und gleich anschließend ein anderes. Bis dann, ich schalte euch dann wieder zurück. Sorry. Tschüss, Baba! Steuern! Was ist nicht steuern? Ja, so findet man auf den Weg jetzt, wo wir endlich mal was fürs Bauchal holen, gell? Und dann geht es halt wieder, wie versprochen, weiter zur Impfstation. Das war jetzt mal ein kleiner Zwischenbericht. Jupp! Nachdem wir es jetzt geschafft haben, unsere Aktion beim Messezentrum etwas verkürzt zu beenden, nachdem man sich ein bisschen gestört hat, mache ich, nachdem ja heute, wie erwähnt, der erste ist, einen Besuch bei meiner Bank, um zu schauen, ob der schnöde Mammon schon den Weg zu mir gefunden hat. Das wäre natürlich für den weiteren Tagesverlauf von Vorteil, weil dann ist vielleicht noch ein 6er Tragerl Corona oder so für die Belegschaft drinnen. Der Roman wird draußen bleiben. Weil er sich natürlich den Stress, Pressemensch in der Welt der Hochfinanz und der Eliten rund ums Geld nicht unbeliebt machen will. Ich gehe einfach rein, ich mache das wie gewohnt, nachdem ich nicht mal eine mit habe, ohne Maske. Das lief in der Vergangenheit auch immer schon sehr gut. Die Herrschaften kennen mich inzwischen hier. Und ja, der Roman wird sich vielleicht draußen inzwischen eine Zigarette gönnen oder ähnliches. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich in der Bank ein-, aus- und durchgeatmet habe, weil Geld gekommen ist. Sollte das Geld noch nicht da sein, werde ich trotzdem atmen müssen. Und wir sehen uns gleich. Man sieht an meinem nicht allzu glücklichen Grinsen, der Reichtum ist noch nicht über mich hereingebrochen. Das ist aber vertretbar, weil morgen ja auch noch ein Tag ist und ich heute Gott sei Dank nicht vorhabe, den neuen Bentley zu kaufen für den Roman und mich, sondern wir jetzt einfach nur mal irgendwo einen kleinen Happen essen gehen, nachdem der Roman heute früh morgens in einem Supermarkt ja schon eine Grundsatzdiskussion beim Erwerb seines Frühstücks hatte, was dazu führte, dass er kein Frühstück abbekommen hat. Dementsprechend muss ich jetzt schauen, dass der arme Kerl was zum Essen und auf die Rippen kriegt. Damit steigen wir einmal mehr aus und wir sehen uns dann irgendwo nach der Raubtierfütterung beim nächsten Stopp. Und wir schlendern einfach weiter ein bisschen durch schöne sonnige Salzburg.